Hallo YouTube. Ich will das wieder auf YouTube dann als Streamaufzeichnung komplett hochladen. Jung. Hallo YouTube, ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß an den Streamaufzeichnungen. Gab es ja schon ein, zwei Jahre davon. So, heute spielen wir auf jeden Fall Poltergeist weiter. Machen wir das. Fallakte Nummer 8. Fallzusammenfassung. Dinner mit der Dudi-Familie. Ach du Schande. Na dann. Auf geht's. Poltergeist. Danke, dass du zum Abendessen kommst. Detective, meine Schwester liebt es, meine Kollegen zu treffen. Judy, ich komme zu den monatlichen Abendessen deiner Schwester schon seit Jahren. Und ihr gefällt das. Lasst uns endlich reingehen, bevor mein Magen protestiert. Ah ja, erstmal den Garten genommen angucken. Och, schau dir das mal an. Schau dir mal diesen Kerl ohne Freunde an. Gnome Alone, was? Wir haben im letzten Sommer einen Freund gekauft, aber der ging in New York verloren. Ja. Bist du mit dem Streifenwagen gekommen? Ich habe mich verspätet. Das Blaulicht ist der beste Freund des hungrigen Mannes. Oha. Warum kommt da kein Ton raus? Es ist letztes Jahr kaputt gegangen. Also habe ich es zusammengeklebt. Ich habe es richtig gut verklebt. Ja. Der die Polizei Blaulicht und Sirene missbraucht. Na dann. Patricia oder Patricia wird so froh sein, dass du hergekommen bist. Es amüsiert mich immer aufs Neue, dass deine Schwester Patricia heißt. Warum? Was ernsthaft findest du? Ist nicht auch seltsam, dass du Patrick heißt und sie Patricia? Nö, das ist ein guter Name. Meine ältere Schwester Patrice findet das auch genauso wie mein Bruder, auch Patrice. Auch Patrice? Wie sonst hätten wir ihn nennen können, außer einfach Patrice? Ja. Was ist hier los? Komm schon, Bass. Mach den Fernseher aus, wenn du mit deinem Joy-Child spielst. Strom wächst nicht auf Bäumen. Nein, Dudi, ich meine den Fernseher. Was? Ich habe ihm doch gerade gesagt. Er ist lebendig. Genau, lebendig und wütend. Pauli, der Fernseher. Das Zeug, was Kinder also heutzutage schauen, was? Ja. Was zum. Rette mich. Was? Bist du darin gefangen? Wer bist du? Ich veräpple dich nur. Ich brauche keine Rettung. Und die Leute hier im Haus schon. Was zum Geier bist du? Ich bin ein Poltergeist, ein professioneller Geist, der an Orten rumgeistert, mit einer Vorliebe Dinge zu bewegen oder zu besetzen. Und dieses Haus ist mein neues Zuhause. Aha. Ich glaube nicht daran zu erinnern, dass man mit denen nicht sprechen sollte, mit den Poltergeistern. Das sollte man eine Möglichkeit ignorieren. Ein Spieleentwicklerteam hält mich in einer Videokassette gefangen. Ich weiß nicht warum, aber diese Dummköpfe haben mich befreit. Und ich gehe nie mehr zurück. Ich schwöre dafür, dass man mich auf diese Weise eingesperrt hat. Eine absolut unmenschliche Erfahrung. Du bist doch gar nicht menschlich. Ist mir egal. Ich brauche nur einen Grund zum Unruhe stiften. Okay, wo hast du die Fernbedienung versteckt?
Weit weg von dir. Und weit weg von dir, Fleischi. Warum kann ich nicht auch mal etwas einfach sein? Warum kann ich auch einmal etwas einfach sein? So das gesagt. Was willst du? Zerstörung. Ich übernehme langsam die Kontrolle über dieses Haus. Und sobald ich das tue, zerschmettere ich alles und jeden, der sich darin befindet. Die verschwinden wohl besser von hier, Dudi. Seltsam, die Tür ist verschlossen. Muhaha. Tick-Tock, Tick-Tock. Jeden trifft's aus diesem Block. Ich muss einen Weg finden, diese Fernseher zu exorzieren. Und zwar schnell. Erst mit Kabel ziehen. Wie zuvor kommt für einen in Kürze platt gemachten Fleischhaufen. Nicht solange ich hier die Wache schiebe, Giftzwerg. Lass uns den Stecker ausziehen. Ich glaube nicht. Zap, zap. Autsch. Ha, nimm das. Aber keine Schere oder so mit dabei, womit wir das Kabel einfach zerschnippeln können. Muss sagen können. Zack. Ein Gemälde. Interessantes Stück. Hat die Mom gemalt. Das heißt, I have no mouth and I must scream. Ruinierst du deinen Appetit mit diesem Pass? Bleibt dann also umso mehr Abendessen für euch. Müssen dem Kind dringend mehr Snacks holen. Sofort. Hä, was? Hey, Bass. Hey, wegen dir habe ich meinen Highscore verloren. Ich hasse dich. Kinder sind so richtig zauberhaft gewesen, oder, Detektiv? Nichts. Was erzählst du dem Onkel, was passiert ist? Mann, ey, na gut. Mama hat für heute Abend nach dem Essen ein Video ausgeliehen. Aber mir war langweilig und ich habe es angeschmissen. Dann ist der Fernseher ausgeflippt. Also habe ich mein Game gezockt. Wo hast du das Video ausgeliehen? Weiß nicht, immer noch am Gerät, schätze ich. Hast du versucht, sie rauszunehmen? Wo sollte ich sowas tun, Mann? Auch dass da dieses Ding ein neuer Fernseher ist. Ey, lass mich in Ruhe. Du ruinierst mir das Spiel. Ja, ja. Okay, wir kriegen das Ding aus dem Fernseher raus. Hier haben wir eine Vase. Gänseblümchen sind mein Lieblingsblumen. Nein, ist Weizen. Der Kolonel braucht seine Ballaststoffe. Das ist schäbig. Videokassetten mal sehen. Der Wohnautor-Streifen der Exorzist. Eine Geschichte über ein paar Vampire, die ihre Fehltaten realisieren. The Fault Boys. Und der ungewöhnliche. Der unglaublich unaufregende Fantasy-Adventure-Klassiker No Trouble in Little Italy. Moment mal, das sind gar keine Bücher, das ist ein versteckter Safe. Da ist nichts drin. Deinen Platz würde ich nichts Wertvolles zurücklassen. Der Gegend. Und jede Menge Bücherdiebe. Sie können aus Versehen auf die Wertsachen geklaut. Und dann wären alle traurig. Okay, Videokassetten. Mal sehen. Der Workauto. Okay, das hatten wir schon. Können wir hier weiter? Praktischer. Schön, dass ihr Jungs es euch einrichten konntet. Danke, dass du uns eingeladen hast, Patricia. Ich habe extra meine Elastan-Uniform angezogen. Okay. Hey,
Hey Francis, ich hoffe, du hast Appetit mitgebracht. Ja, danke für die Einladung. Das schimmert mit Tür. Pink. Gern geschehen, Francis. Du weißt, dass ich dich gern zu Besuch habe. Das Abendessen riecht gut. Alles riecht gut, wenn man es mit Zwiebeln Knoblauch in einer Pfanne brät. Ach, ich bin sicher, es wird wunderbar. Auf jeden Fall wird es besser schmecken als die Donuts, Kaffee, dauernd Diät. Knoblauch ist gut dafür geeignet, Überraschungen über natürliche Dinge in die Flucht zu schlagen. Kann ich was davon? Klar, hier hast du nur ein paar Reste. Deine Hände werden traumhaft duften. Knoblauch erhalten. Hast du irgendwas gesehen? Hat er es etwa schon gesehen? Dieser Junge, so kräftezehrend. Tut mir leid, Francis. Ich bin hier die ganze Zeit am Rotieren gewesen, um das Abendessen zuzubereiten. Ich glaube, selbst wenn die Wände um mich herum näher gerückt wären, hätte ich es nicht bemerkt. Bis später, Francis. So, Sekunde, ich bin mal gleich wieder da. Ganz, ganz kurze Pause. Bis in 2-3 Minuten. So, weiter geht's. Schicke Pralinen haben wir hier. Die hier für später konfiszieren, guter Plan. Pralinen geklaut. Ist nicht zu viel, das Abendessen ist bald soweit. Werde ich nicht, ich muss mir nur diese Würstchen ausleihen. Wurst ausgeliehen, eine Wurstkette. Kann ich probieren? Kann ich? Patrick Judy, immer mit der Ruhe. Ich bin die Ruhe in Person. Ich bin Beamter. Okay, du hast gewonnen. Vorsicht, es ist brandheiß. Können wir da vielleicht die Würste drauf? Nur ein furchtbarer Gast würde so etwas tun.
Brauchst du Hilfe bei dem Herausnehmen der Wäsche? Jederzeit, das ist nutzlos, wenn es um Hausarbeit geht. Danke, Francis. Gegenstand erhalten, Haken. Okay. Baked Beans Pizza, weil die kleinen Leute in deinem Leben eklig sind. Serial Killer. Man mache sie ausfindig, solange sie noch klein sind. Popstuhl, Tarts, Frühstücksgenuss. Der ersten Wahl für freizügige Kinder. Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der ich einen Topf in meiner Jacke herumtragen möchte. Okay, schauriger Durchgang. Also, was ist hier los? Was hat wahrscheinlich das Licht in der Speisekammer angelassen? Immer lässt er das Licht an. Glaubt er etwa, Strom wächst auf Bäumen? Das ist kein Sprichwort. Oha. Hat deine Schwester anbauen lassen? Mit dem geringen Einkommen von Bass? Unwahrscheinlich. Mhm. Sieht mir doch nach dem Universum aus. Die unendlichen Weiten. Da ist die Fernbedienung. Jetzt fehlt mir nur eine Methode, sie sicher zu erreichen. Du hast einen ziemlich vorwurfsvollen Blick für ein Quietscheentchen, welches aus Raum und Zeit gerissen wurde. Toaster. Warum gibt es kein richtiges Essen in dieser Speisekammer? Es ist aufgesaugt. Zu viele Stoppschilder bringen mich immer zum Rasen. Ah ja, können wir vielleicht. Es wird nicht ausreichen. Selbst wenn würden sie die Fernbedienung so einfach einfetten, dass man sie nicht zu fassen bekommt. Ich brauche etwas weniger Fertiges. Jo. Eine Schachtel teurer Panin. Das mache ich nicht in Patricias Haus. Es wird nicht ausreichen, selbst wenn ich eine Fernbedienung so einfinde. Ich brauche etwas weniger Fertigeres. Ah, okay. Naken. Es reicht nicht bis dorthin. Oh, improvisiertes Seil, als ob. Okay, Dudi, halte das mal so doll fest, wie du kannst. Wenn niemals los, dachte Jack. Ach, sag das bloß nicht. Und ob sie losließ. Sie hat sich an das Vers. Hey, lass uns das nach dem Abendessen ausdiskutieren. Eben gerade ist es Zeit, die Fernbedienung zu greifen. Na gut. Fernbedienung gegriffen. Okay, wir haben die Fernbedienung für den Fernseher. Nichts passiert. Ich bin unsichtbar. Die Batterien sind alle. Oh Gott, ey. Nein, die sind gut. Ich bin eben allmächtig. Ihr braucht auch nicht nach neuen suchen. Nur aufgeben und euch eurem Schicksal ergeben. Okay, wir suchen also Batterien. Okay. Hey Francis, ich hoffe, du hast Appetit mitgemacht. Ist dir irgendwas Räumliches darin aufgefallen? Ja, von dort kam heute eine Art Luftzug, meinst du das? Sicher, ich werde mich darum kümmern. Das wäre fantastisch, aber versuche dich nicht allzu schmutzig zu machen. Das Abendessen ist bald zu weit. Bis später, Freunde.
Francis. Pralin. Pralin. Was glaubst du eigentlich, was für ein Geist ich bin? Nur ein furchtbarer Gast will so etwas tun. Aha. Autsch, haha, nimm das. Okay. Vielleicht ist wahrscheinlich das zwei Raumzimmer. Das ein Raumzimmer. Mit Riesenkammer. Ich brauche oder besser möchte nicht dorthin zurückgehen. Tja. Kann ich probieren? Kann ich. Okay, geht's irgendwo weiter? Mit ihr haben wir schon geredet. Tschüss. Was? Hey, was? Braucht die Batterien. Wenn ich etwas dafür kriege, denke ich darüber nach. Wo ist dein Respekt Erwachsenen gegenüber geblieben? Kannst davon wohl echt nicht genug kriegen. Keine Ahnung, aber Rita Franklin hat es euch nicht geschadet. Hat es auch nicht geschadet. Ja. Ja. Ja, können wir dem vielleicht Pralinen anbieten? Hey, was willst du? Schokolade? Ja, ich tausche sie mit dir gegen die Batterien aus dem Joy-Shirt. Nix da. Okay, bleibt mehr für die Ausnahme. Was? Hurra. Na gut, ich tausche. Hoch. Okay, was hat er jetzt gekriegt? Batterien. Bin gerade nicht aufmerksam. Jetzt läuft die Fernbedienung wieder. Hurra. Weiche von mir. Gegenstand halt eine böse Videokassette. Aha. Ich brauche erst wieder in die Nähe zu gehen, wenn ich das Band gereinigt habe. Hoffentlich können wir das Böse aus diesem Band raus tanken. Gegenstand erhalten Ritualgegenstände. Rausstänkern. Ich muss das nur für einen Moment hier reintun, sodass den Knoblauchsaft einziehen und die Kassette reingehen kann. Oder kaputt machen. Und fertig. Gegenstand gelöschte Videokassetten. Kassette. Gleich die Kassette. Nun ist es an der Zeit, sie in den Videorekorder zu stecken und den Poltergeist auszutreiben. Okay. Ja, gib mir da. Moment, das schmeckt irgendwie falsch. Brrrr. Sei verdammt. Schinken mit Grünkohl und Kartoffeln, mein Lieblingsgericht.
Esst alles auf. Ich will meine besten drei Jungs bereit haben für alles, was das Leben ihnen entgegenschmeißt. Danke, Patricia. Kein Grund, mir zu danken. Wir sind doch eine Familie hier. Boah, Erwachsene sind voll arm. Pfeil geschlossen. Das ging ja schnell. Angeschafft, reinschalten, Weißgeist. Aha. Hallo, hallo, ich bin dein Ohrwurm. Was? Ja. Dann machen wir jetzt gleich noch den nächsten Fall. Bates Motel. Dachte nicht, dass wir so schnell damit fertig sind. Für die erste Bonus-Episode haben wir ja einen ganzen Stream gebraucht. Na dann. Bates Motel, Fallzusammenfassung. Dulli hat Geburtstag, also gehe ich mit ihm zu Twin Lakes, Straßenrandattraktion Nummer 1, um zu feiern. Na dann, Bates Motel. Ich hoffe, das geht nicht wieder so kurz, weil sonst muss ich mir noch was anderes ausdenken, womit wir den Stream hier füllen können. Ich dachte, das wird jetzt hier noch. Damit sind wir hier den ganzen Stream lang beschäftigt. Gespannt? Junge, das bin ich. Das ist so eine coole Idee, meinen Geburtstag zu feiern. Ich kann es kaum glauben, dass Chief Scully uns eine Auszeit spendiert hat. Ich stehe viel besser mit dem Chief, als du denkst. Du hast es ihr nicht erzählt, oder? Nein. Der Vorteil der Arbeit, ich sage ihr, dass E1 Chupacabra hier draußen, also L Chupacabra hier draußen Probleme bereitet. Ist das eine Gang? Der Punkt ist, wir werden für die nächsten Tage nicht im Büro erwartet. Also lass uns hinfahren und uns zurücklehnen. Und wird tatsächlich Chupacabra auftauchen. Ich sehe es doch schon kommen. Ich kann nicht glauben, dass wir so lange gebraucht haben, um Twin Lakes größte Straßenattraktion zu besuchen. Die feinste und einzige Attraktion. Ich bin so gespannt auf das Zeug, was aus dem Lake Monster gefischt und hier ausgestellt wurde. Und ich bin gespannt herauszufinden, warum sie das alles den ganzen Weg bis in die Wüste gebracht haben, anstatt es einfach in der Nähe des Sees zu lagern. Egal, lass uns die Taschen aus dem Auto holen und an der Rezeption einchecken, bevor wir das Museum besuchen. Ah, Zimmer frei. Ich habe uns eingecheckt. Wollte sicher sein, dass es in der Pension noch ein Zimmer gibt. Pension? Das ist ein Motel, Detective. Motelschild. So viel Neon. Es ist so, damit man nicht sieht, wie mies dieser Ort ist. Oh, an keinem Platz, zu dem mein bester Freund mich an meinem Geburtstag mitnehmen kann, es schäbig sein. Also ich habe mal einen Film geguckt, der hieß Motel. Der war schäbig, der Film. Der war richtig schäbig. Also ich finde, also... Uff. Ich wurde zu gezwungen. Dulli, warum hast du eine Lampe dabei? Wir übernachten hier nur. Also dachte ich, dass ich nicht viel mitnehme. Nur das hier und ein paar Ergänzungsmittel für den Fall, dass ich Sport machen möchte, während ich hier bin. Ich liebe dich, Kumpel, ändere dich nie. Ich gebe mir Mühe. Das ist der Grund, warum ich meine Uniform auch im Urlaub trage. Stimmt, wollte ich gerade sagen. Gegenstand erhalten, Gepäck. Eine Mülltonne voller alter Burrito-Verpackungen und halb voller Energy-Drink-Dosen. Das ist ein Hammergetränk. Das lässt die Geräusche sehen und dein Herz beatboxen. Ich hoffe, ich muss das nie trinken.
Ja, ich weiß. Energy Drink aus der Mülltonne, die fürchten. Na toll. Auf zum Empfang. Bin ich froh, dass es hier eine Klimaanlage gibt. Es ist so warm draußen in der Wüste. Ey, verbraucht beim Reden nicht meine ganze gute Luft. In eurem Zimmer ist es auch kühl. Geht und atmet da. Ihr erhöht hier drin die Temperatur. Was schauen Sie? Es nennt sich Geht Sie nichts an. Ein freundlicher Motelbesitzer. Aha. Ey, macht die verdammte Tür zu. Ihr lasst ja den ganzen Strand rein. Warum seid ihr überhaupt hier? Wir sind wegen der Sehenswürdigkeit hier. Dann seid ihr am falschen Platz, Trottel. Das hier ist ein Motel. Das kann man ja wohl am Schild vor der Tür erkennen. Keine so gute Kombinationsgabe für einen Detective, wie mir scheint. Was? Sehenswürdigkeit ist hinten an der Hauptstraße. Dann dem Schild folgen, wenn ihr den örtlichen begrenzten Sandsturm seht, wisst ihr, dass ihr in der Nähe seid. Örtlich begrenzter Sandsturm? Das habe ich doch gerade gesagt, oder? Also glauben Sie, dass ein schlauer Kerl wie Sie mit all dem zurechtkommt? Nein, da muss doch irgendein Spuk hinterstecken mit dem Sandsturm. Wir haben ja ein Zimmer gebucht. Also ihr seid die Kerle. Ich habe mich schon gefragt, ob ihr noch auftauchen werdet. Es ist spät, ihr seid spät. Ihr seid in Zimmer 2. Danke. Sie brauchen sich nicht zu bedanken. Ich habe das Zimmer nach dem letzten Gast nicht ausgefegt. Gegenstand der alten Zimmerschlüssel. Ja. Ein Faxgerät. Sind wir in Deutschland oder was? Ich dachte, das spielt in Amerika. Das ist nicht zur Kundennutzung gedacht. Das ist zum Faxen an meine Mutter. Um sicher zu gehen, dass sie die Katze gefüttert hat. Sie erinnert sich nie daran, dass sie die verdammte Katze gefüttern muss. Jede Nacht komme ich heim und schreie sie an und sie schreit die Katze an. Füttere halt einfach die verdammte Katze mal. Warum benutzen Sie dafür ein Faxgerät? Ich möchte nicht mit ihr sprechen. Mit Ihnen möchte ich auch nicht sprechen. Ah ja, Fischtrophäe. Ey, ich habe den Fisch selbst gefangen. Sie haben noch nie so einen großen erwischt, richtig? Nee, das ist klar. Ja. Ein Wasserspender. Hey, das Wasser ist nicht zum Trinken da. Wirklich? Nach was sehe ich für Sie aus? Nach einem Einhorn? Ja, sicher, wirklich. Das ist mein Wasser. Wenn Sie Wasser haben wollen, gehen Sie zum Diner nebenan. Ja. Poster. Die Wüste, ein Ziel für alle ihre schlecht durchdachten spirituellen Reisen. Geheimnisvolle Tür. Hey, ihr, wo wollt ihr hin? Da kommt man nur mit Goldticket rein. Habt ihr etwa eins? Nein, dachte ich mir. Okay. Zu den Zimmern. Es ist zu dunkel, um daran etwas zu sehen. Nicht unseres. Wir sind eins weiter. Okay, Münzautomat. Das ist voll mit abgelaufenen Shampoos und Zahnpastatuben. Alles Essbare ist raus. Sieht aus, als ob das alles nicht so sehr gewartet wird. In etwa wie an der nicht-militärischen Leistung in diesem Land. Oh, schau, da ist eine Tür. Käsebällchen. Ah, das ist eine Tüte Käsebällchen im Ausgabeschacht. Die nehme ich mit. Davon kann man nie genug haben. Gegenstand erhalten, vergammelte Käsebällchen. Enthält keinen Käse. Unser Zimmerschlüssel. Schamanen Energy Drink für eine höhere Ebene der Existenz. Was für ein Marketing-Bullshit ist Durstistenz.
Weiß ich nicht, aber ich will was davon. Ich weiß, es sieht nach einer Menge Zeug für eine Nacht aus, aber man kann nie genügend vorbereitet sein. Wenn du ein Blutwolf bist, dann bist du überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe nur Nahrungsergänzungsmittel und ein zerrissenes Telefonbuch eingepackt. Na toll, also wir essen heute Abend Käsebech und Käse und trinken dazu einen Energy Drink und Nahrungsergänzungsmittel. Sehr schön. Mehrzimmer. Dann schon mein Pool. Vorhin ist er zugezogen. Ich kann nicht reinschauen. Nicht unseres. Wir sind eins weiter. Ach so. Also hier, eins weiter. Rettungsring. Das bringt böse Erinnerungen zurück. Schau mal, die fliegen. Wahrscheinlich trocknen sie sich nach dem Schwimmen. Entspannter Mann. Was machen Sie hier um diese Uhrzeit? Ein Sonnenbad nehmen. Es ist Nacht. Ich will keinen Sonnenbrand bekommen. Tagsüber sind die Sonnenstrahlen auf der Jagd. Ja. Ein Eimer mit stark geklortem Wasser aus dem Pool. Beim Zeug musst du vorsichtig sein. Sie erzählen dir, dass es gut für deine Zähne ist, aber in Wirklichkeit hält man damit die Herdenmenschen im Zaun, damit sie sich nicht gegen die Regierung auflehnen. Ja. Du meinst Fluor, welches nicht für Gedankenkontrolle benutzt wird. Außerdem solltest du Chlor von deinem Mund fernhalten. Das ist giftig. Und das erklärt meinen morgendlichen schrecklichen Geschmack im Mund. Jetzt halt kaum. Immer noch die Koffer dabei. Handstaubsauger. Du wirst jetzt endlich die Donutkrümel aus dem Wagen entsorgen. Dudi, du warst der rumgekommen hat. Es ist dann wohl ein Nein. Wischmopp. Das ist ein Hexenbesen für eine Wasserhexe. Die Hauptsicherung für das Motel. Ich habe die Befürchtung, dass wir es noch brauchen werden. Heizungskessel. Damit müsste das Motel sein Wasser unter die Zimmer heizen. Den Pool auch, schätze ich. Okay. Na dann, zum Zimmer. Das ist es. Schließen wir auf und gehen rein. Warte. Ich bin nicht sicher, ob das etwas bringt. Sekunde, können wir mal. Ist nicht für diesen Raum. Okay, ich wollte es noch probieren. Da sind wir. Endlich. Ich fühle mich, als wären wir ewig gelaufen und hätten nichts gesehen. Okay, da sind wir. Stellen wir unsere Taschen ab. Okay, jetzt sind wir eingezogen. Wollen wir jetzt losgehen und uns die Attraktion ansehen? Ja, endlich. Gott sei Dank gibt es hier eine Klimaanlage. Die Wüstenluft wäre sonst stickig. Ich glaube nicht, dass ich ohne sie hier drin bleiben könnte. Du hattest recht, Detective. Es war wirklich ein guter Platz für die Taschen. Unser Gepäck. Ich kann nicht glauben, dass alles, was du mit hast, Proteinpräparate sind. Wirklich? Bist du nicht sicher, dass du das nicht glauben kannst? Eigentlich ja, ich kann das glauben. Willst du was abhaben? Ich habe genug zum Teilen da. Ich schätze ja. Yay. Gegenstand halten, du dies ein Eiweißergänzungsmittel. Ja, können wir. Gegenstand halten, Super Shake. Das Sprudeln und Zischen macht mich nicht gerade scharf drauf, das später zu trinken. Okay, wer dann das hier? So verbringt man keine Ferien. Toll. Da kriegen wir noch Superpower von. Mir fehlt es wirklich an nichts. Das ist also das versprochene Wellnessprogramm. Schließlich heißt das, ein Nickerchen unter dem Steuer schützt vorm Älterwerden.
Ja. Wir haben ein halbes Telefon. Aber ist das Telefon halb leer oder halb voll? Das ist eine Nachricht, auf der steht: Ich schulde euch eine Bibel. Gezeichnet Pastor Farrelly. Ja. Der ist nirgends angeschlossen. Ich schätze, wir müssen bei Licht schlafen. Lichtschalter. Na toll. Vibrierendes Bett. Es ist eins von den Vibrationsbetten, wo man 50 Cent einwirft. Hallo, Schönheit. Ja. Will ich nicht wissen. Okay, gehen wir mal zum Diner, schätze ich. Oder auf die Straße. Oha. Ah, ich wusste nicht, dass es so eine Rennerei wird. Es wird für uns alle gut sein. Mich frage, was diese Nebel in der Ferne ist. Was ist hier los? Glaubst du, das ist der Teil der Sehenswürdigkeit? Glaube ich nicht, du nicht. Glaube ich nicht. Es ist ein Sandsturm, aber warum nur im Bereich der Attraktion? Heißt das, ja, Domi, ein Fall, den wir untersuchen müssen. Sag, dass das nicht wahr ist. Frage mich, ob ich damit den Wind abhalten kann, der den Sandsturm verursacht. Ein Zirkus kommt nach Twin Lakes. Was machen wir dann hier am Ende der Welt? Ich meine natürlich, danke für den aufmerksamen Geburtstagsausflug. Vielleicht können wir den Sandsturm damit abhalten. Ein Zirkuslaster? Muss ich? Okay, Wüste, ein Ameisenhügel. Ein Haufen, der aus Ameisen gemacht wurde. Nah dran, Kumpel. Nah dran. Bin nicht sicher, ob das etwas bringt. Ruff, ruff. Schau mal, Detektiv, er winkt. Sieht aus wie ein Fußball. Tritt ihn einfach nicht. Der Mond. Immer bin ich froh, dich zu sehen, Mond. Es wäre ziemlich dunkel, wenn wir allein hier draußen wären. Au! Wolfi, warum hörst du nicht den Mond an? Okay, Parkplatz. Hört mal zum Diner. Buddy Meets Grill. Buddy MT, was stand dort? Dieses Schild ist aufgemalt. Ich schätze, sie haben rund um die Uhr geöffnet. Das sind die Öffnungszeiten nach meinem Geschmack. Welche Buchstaben gehen da raus? Es gibt bestimmt Grill. Bumt. Amt, irgendwas mit Amt. Muss jetzt warten, bis die wieder flackern. Amt. Amtsrühr. Okay. Rückseite des Dinos. Eine Ratte. Hey, du Kleiner. Wow, du bist ganz schön der was. Wenn ich der Ratte einfach die Käsebällchen gebe, dann habe ich keine Leckereien mehr. Aber auch keine Ratte. Standard-Essensreste. Ein verlassenes Auto sieht aus, als wäre da ein verlassenes Radkreuz im Kofferraum. Ich habe lieber ein glückliches Radkreuz. Lass es uns aufmuntern. Ein Radkreuz. Ein Lüftungsschacht. Der Lüfter in der Küche. Okay, gehen wir mal rein.
Hallo. Hallo Kunde. In Ordnung. Stullen. Stullen? Der Reimslang für Bullen. Ist er das? Man weiß nicht. Versucht die Worte zu schütteln. Wie Butter, ganz banal. Dann lernen Sie das mal. Aha, hört sich nicht so an, als ob es gut läuft. Nein. Was bringt sie so weit raus in diese Gegend? Unsere Roadshow versuchen zu promoten. Madame Hummel, ihr frivoler Hummel. Was ist das, Slang oder wie nennt man das? Ich hab's vergessen. Ist das ihr Laster da draußen? Mein was? Ihr Laster? Ihr Zaster? Ach ja, mein Zaster. Der Punk ist da draußen auf dem unleserlichen Beleg. Unleserlicher Beleg? Weg? Yep. Kann ich mir den Rüssel ausleihen? Oh, wenn Sie den Rüssel haben wollen, dann will ich dafür eine Gegenleistung. Lassen Sie mich nachdenken. Eine Verfehlung für mein Inventar, um in Ihre Stadt aufbauen zu können. Okay, sicher. Sorry, was? Wenn Sie meinen Lastwagenschlüssel haben wollen, brauche ich eine Genehmigung von Ihnen, damit ich meinen Zirkus in eurer Stadt aufbauen kann, Kumpel. Ja, okay, dieses Mal habe ich es verstanden, richtig. Ich rufe dann mal das Revier an. Bis später, relativ. Hotdog-Bild. Das ist wie eine unterentwickelte Torpedowaffe, die direkt auf mein Herz abgefeuert wird. Ich hoffe, die Bürger hier sind genauso gut, wie sie aussehen. Sind sie das jemals? Nicht in Twin Lakes, Zuckerschnute. Jedes Essen muss schlechter sein, als es angepriesen wird. Anweisung der Bürgermeisterin hält die Bevölkerung unzufrieden. Bestellt, was immer ihr mögt, Jungs. Ja. Verzeihung. Ich hab genossen. Aber denkt dran, der Koch kann nur Kekse backen. Oh, Moment, was? Perfekt, um Mahlzeiten zu transportieren. Strebern auf den Kopf zu hauen und für improvisierte Frisbee-Spiele. Aha. Wie geht's? Hans Knut, du weißt schon, spricht Knecht. Richtig, natürlich, so halt selbstverständlich. Willkommen, Jungs. Kann ich euch etwas zu essen machen? Bist du der Boss hier? Natürlich bin ich das, auch wenn es nur ich und Klaus sind und wir uns gerade außerhalb der Saison befinden. Ist also nicht das schickste Setup. Behält meine Lichter an und seine Werkstatt am Laufen. Also, Moment, vergiss das. Ich habe nichts gesagt. Goethe zum Hotel? Zum Glück nicht. Ich glaube, Marvin möchte zusammenarbeiten. Möchte nicht mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Er ist nicht der geselligste Mensch. Warum geht Marvin eine Arbeit in der Öffentlichkeit nach? Familienbetrieb. So wie ich das mitbekommen habe, seine Mutter angelte, sein Vater hat den Laden geschmissen. Aus diesem oder jenem Grund ist er da reingeraten. Aber ich glaube, er mag die Macht. Ich glaube, er wollte an den kompletten Machtmissbrauch herankommen, Polizist werden. Und es hatte nicht geklappt. Hey! Wenn man mir eine Schulterzuganimation spendiert hätte, würde ich sie genau jetzt einsetzen. Kommt doch wieder, hört ihr? Ja, das ist deiner. Die Küche. Natürlich können wir einfach reingehen. Ein Bratkoch. Hey, ich kenne Sie. Sind Sie der Weihnachtsmann? Nein.
Nein, bin ich nicht. Ich bin irgendwer anders. Ja, jemand komplett anders. Was machen Sie hier? Ich bin auch nur ein Kerl, der seine Rechnungen bezahlen muss, genau wie du. Heizkosten, richtig? Frusche, weil ich dich vorher noch nie getroffen habe. Weihnachtliche Grüße. Was immer das für welche sind. Kenne ich dich? Oh, ich hab reingeschaltet. Konfitüre. In der Bordüre. Wusstest du, dass Leute außerhalb von Amerika das nicht Jenny nennen? Sie nennen es Jam. Und Jelly nennen wir Jello. Hier bedeutet Jam, dass etwas klemmt. Aber dort bedeutet es sowohl Gelee als auch Konfitüre. Sprache ist schon verrückt. Ja, ich würde es hassen, ein Nicht-Amerikaner zu sein. Versucht auch nur einen flüchtigen Blick auf die Kultur, ihre Kultur zu erhaschen. Oder wie wir Amerikaner sagen, wer im Glashaus sitzt, fällt selbst rein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ein Glas Ahornsirup. Jetzt brauche ich nur noch einen Haufen Pfannkuchen. Das könnte gut als improvisierte Kleber funktionieren. Keine Chance. Ich weiß, was du für einer bist. Vielleicht. Senf und Ketchup. Ich schätze, an einem Ort wie diesem kann es nie genug Soße geben. Guck mal, dem vielleicht. So früh bringt man keine Ferien. Okay. Hilfe? Was Hilfe, um Bürgerhälften und anderes Zeug aufzublähen? Mein Verlangen danach, einem Bürger, wird größer und größer, während wir hier stehen. Sollte ich vielleicht... kannst doch meine Hilfe nicht einfach wegnehmen. Ich brauche sie, um Weihnachts- und andere Geburts-, ganz Jahreskekse zu backen. Ein paar Gewichte, sehen unbewusst, unbenutzt aus. Ich bin Künstler, ich schätze die Mengen. Und die Elfen helfen mit dabei. Ich meine, keksige Weihnachten oder Miss. Molly spielt Nutter, auch schön. Er ist voll mit Weihnachtskeksen. Das ist mein Spezialgericht. Wir sollten ihn nach Hinweisen durchsuchen. Ein glänzender Mixer für Soßen und Shakes. Und für saisonale Getränke, zum Beispiel Eierflip. Nur so als Beispiel. Scheint kaputt zu sein. Ich hoffe, hier kommen keine Gritter rein. Ich auch. Wir müssen sonst früh schließen und auf die Kammerjäger warten. Können wir das... Okay, es bringt nichts. Bin ich sicher, ob das was bringt. Okay. Dann wollen wir vielleicht mal... Die Straße können wir vielleicht so ein paar Räder abschrauben, so verbringt man keine Ferien. Okay, Wüste, Amazon. Okay, wollen wir schon mal. Muss ich? Nö, nicht unbedingt. Okay, betreten. Wir kommen nicht rein, sondern der Sandsturm den Weg versperrt. Wir müssen den Sturm abschotten. Ein Sandsturm hat ein Zentrum vor dem Eingang des der Attraktion. Wenn wir da
Wenn wir da drin nachforschen wollen, müssen wir einen Weg finden, ihn abzuhalten. Hier können wir nicht. Informationsstand scheint wegen des Sturms geschlossen zu sein. Können wir vielleicht können wir scheinbar nicht. Tja, da weiß ich auch gerade nicht. Muss ich? Nee, musste nicht. Gut. Ich würde mal sagen, eine kurze 10 Minuten für eine schnelle Pause gönne ich mir, auch wenn wir hier wahrscheinlich gleich mit durch sind. Ja, bis gleich.
Okay, weiter geht's. Ich werde hier mal was versuchen. Faxgerät. Das ist nicht zur Kundennutzung gedacht. Sie erinnert sich nie daran. Okay, das hat schon erzählt. Ich brauche es für Polizeiangelegenheit. Na gut, aber Sie haben 30 Sekunden, ich schwöre. Jarlink. Jarlink? Okay. Zentrale? Sally, ich bin's, ich brauche eine. Wer ist ich bin's? Sally, ich bin's, Detective McQueen. Wir arbeiten zusammen, wir sind Freunde. Ach, wenn wir wirklich so gute Freunde sind, wie kommt es dann, dass du nicht zuerst gefragt hast, wie es mir geht, direkt zum Chef übergegangen bist? Ich kann auch gleich zum Geschäft kommen, wollte ich nur mal sagen. Tut mir leid, Sally. Das war unhöflich von mir. Wie geht's dir? Beschäftigt, zu beschäftigt für albernes Geplauder. Worum geht's? Kannst du den Chief fragen, ob sie eine Genehmigung für den Zirkus ausstellt, um nach Tunnakes zu kommen? Nicht nötig. Ich habe hier vorab gezeichnete Genehmigung. Betrachte es als erledigt. Warum hast du einfach so fertig unterschriebene Genehmigung rumliegen? Hör mal, willst du die Genehmigung haben oder willst du Fragen stellen? Genehmigung, bitte. Ich werde sie dir zufaxen. Und drücke. Gegenstand halten. Genehmigung. Permit. Okay, dann können wir doch jetzt bestimmt zum Diner war das. Hier mal bei dem anklopfen. Dem sagen, dass wir seine Genehmigung haben. Ich habe ihre Genehmigung. Sorry, ihre. Was war das? Ihre Befehligung. Oh, das sind Russke Fuß. Gute News. Hier ist mein Zaster, Russe. Naster Schlüssel. Vielen Dank, aber ich muss fragen, warum versuchen Sie so zu sprechen? Ist ein ziemliches Durcheinander. Es fügt allem eine Note der Originalität hinzu, oder? Tut es das wirklich? Gegenstand halten Schlüssel für den Lastwagen. Okay, jetzt können wir den Lastwagen umparken und ja. Und ja. Spring rein, Duni. Lass uns zurück zu den zum Sandsturm fahren. Okay, der Laster hält genug vom Sturm ab, um uns in die Nähe des Eingangs zu bringen. Das ist erstaunlich. Normalerweise können es die Leute noch doch kaum erwarten, aus Museen rauszukommen. Aha. Der Herr. Willkommen zum Museum. Dem Twin Lakes Zwillingssee Fundstückmuseum. Hallo nochmal, auch an Sie. Mein Name nicht gesehen. Sie erinnern sich nicht an mich, oder? Ich fürchte, da haben Sie mich erwischt. Verzeihen Sie mir, in meinem Job als Tourismusbeauftragter von Twin Lakes treffe ich buchstäblich Dutzende von Menschen pro Jahr. Versuchen Sie es trotzdem, ich kann mich nicht an alle erinnern. Wie war das mit dem Sturm? Wissen Sie, ich frage mich oft das gleiche wegen Stürmen und Gewittern. Hitzewellen auch, was soll das? Was soll das alles? Aber was ist mit diesem? Ach, Jamie, der, wegen dem werden Sie kommen und uns die Fragen stellen, habe ich zu mir selbst gesagt. Leider war ich gerade auf Toilette. Alles, was ich weiß, ist, dass es ein Fischer kam, um sich den Ort hier anzusehen. Und als der Sturm kam, war er weg. Wie sah er aus? Gelbe Haare und ein Schnauzbart und Fischerkleidung. Also Kleidung, die nach Fisch riecht. Was können Sie uns über diesen Ort erzählen?
Trotz zahlreicher Warnungen gehen viele Leute zum Monstersee, um zu fischen. Natürlich hat das sehr echte Monster fast alle Fische gefressen. Da es wahrscheinlich keine Fische zu fangen gibt, ziehen die Leute alte Stiefel an Land. Namensschilder, schriftliche Artefakte der Macht und umgekehrte Fahrräder. Namensschilder. Also sich in Minecraft gebraucht. Wenn sie wertvoll sind, will die Stadt, dass sie alle katalogisiert werden. Und falls sie zu den schrecklichen Seeliebhabern gehören, lagere ich sie so weit wie möglich vom See entfernt. Was gefunden wird, fahre ich hierher. Sekunde. Moment, umgekehrte Fahrräder? Ja, der Rahmen ist aus aufgeblasenem Gummi und die Räder sind aus Metall. Die hiesige Erfinderin Claudia Roth, okay. Ähnlichkeiten zu real existierenden Personen sind rein zufällig, hat sie erfunden, um die Überlastung durch Fahrräder in der ganzen Stadt zu reduzieren. Hast du auch irgendwelche Merchandise-Artikel? Oh ja, wir verkaufen Stiefel, die den Stiefeln nachempfunden sind, die im See gefunden wurden. Die sind sehr unbequem. Wir haben auch T-Shirts eingeweicht im Seewasser, um ihnen einen einzigartigen, penetranten Geruch zu verleihen. Und Hüte mit unserem Logo drauf. Oh, ein Hut. Ich will einen Hut. Ein Hut für das Geburtstagskind, bitte. Kommt sofort. Also wenn du sagst, das ist dein Logo drauf. Okay, dann haben wir Achievement-Folge bekommen. Ich meinte, wir haben Miniaturversion unseres Logos drauf gebaut. Ja. Ich liebe ihn. Hübscher Hut. Sieht aus wie ein Gefängnis. Es war einmal eines. Dann haben sie angefangen, das ganze interessante Zeug vom Seemonster aus dem See zu fischen. Dann also haben sie alle entlassen. Ergibt Sinn. Okay, graben wir uns den Weg hinein. Tief also bin ich in diesem Fall schon gesunken. Oha. Schau dir mal all diese feinen Dinge an. Gefischt aus Tiefen von Lake Monster. Eine Bowlingkugel, ein Teddybär und da, schau, eine runtergeschmissene Lampe. Aha, also alles mal berühren. Bowlingkugel, was für ein Köder sie hierfür wohl benutzt haben. Oh wow, ein Foto von Bigfoot. Das ist das Bild, das ich aufgenommen habe. Moment, du hast Bigfoot getroffen? Das ist eine Kannst du mich ihm vorstellen? Sicher. Spricht wirklich für sich selbst. Ja, keine Kamera in dieser Ausstellung. Haltet durch, Leute. Irgendwann kommt der Tag, da fischt jemand einer raus. Ja. Der Heilige Gral. Ja. Da steht, es ist der Heilige Gral, limitierte Auflage Nummer 3423 von 5000. Tatsächlich einzigartig. Ja. Es sieht seltsam aus in der Lampe mit entferntem Deckel. Der Lampengeist ist gerade ausgefroren. Bitte hinterlassen Sie einen Wunsch nach dem Piepton. Ich wünsche mir, nach diesem Trip nie wieder zurück zur Arbeit zu müssen. Ich frage mich, ob dass eine Lampe von einem echten Lampengeist ist. Und wenn, wo ist er? Diese Streumagie könnte den Sandsturm draußen erklären. Wir sollten uns nach etwas umsehen, was mächtig sein könnte. Wir sollten uns besser danach umsehen. Perücke. Hey, die ähnelt dem Camp-Aufseher, den ich letztens getroffen habe. Es war Nigel in einer Verkleidung. Ach so. Junge, ist die überzeugend. Ein Schwert. Das behauptet Excalibur zu sein. Lass mich mal sehen. Uff, ich krieg es nicht raus.
Natürlich. Ein Fisch. Wow, ein zweiköpfiger Fisch. Ich kann die engen Stichlinien sehen. Ein zweiköpfiger Fisch, der nähen kann. Das ist ja noch beeindruckender. Vogelskelett. Ein Vogelskelett erinnert mich an die Zeit, als ich damit Türschlösser in Museen geknackt habe. Vogelknochen. Die Verschlüsse auch sehen. Autokennzeichen. Eine ominöse Zollkennzeichnung. C4 NT5W1M. Aber jetzt müssen wir uns bestimmt merken. Der Typ fängt an, mich nervös zu machen. Der Teddy. Es ist ein ziemlich ominös aussehender Schädel. Ja, aber der ist außerhalb des Bildschirms. Sollten wir ihm keine weitere Beachtung schenken. Aha. Culture Club. Seht euch das alles an. Ich glaube nicht, dass du Fotos machen sollst. Das steht genauso auf diesem Schild. Was sind Sie, die Polizei? Eigentlich schon. Oh, ich dachte, Ihr Sohn hätte sich für Halloween verkleidet. Wir sind gleich alt und es ist die falsche Jahreszeit. Ja, ich schätze, es tut mir leid. Kein Problem, ich fühle mich geschmeichelt. Gut, und nun? Willkommen zum Museum der Tunnels. Ja, hatten wir schon mal. Museumsregeln: Kein Ablecken, Gegenstände, Gebäude oder andere Besucher. Zweitens: Diebstahl von Ausstellungsstücken nur für paranormale Untersuchungen. Keine Seemonster. Okay, wir müssen Seemonster mit reinschleppen, Lampe ablecken und was für paranormale Untersuchungen mitnehmen. Für nicht paranormale Untersuchungen. Ja. Scheint ein besserer Platz zu sein, um den Zirkus zu bewerben. Zwei Vögel, ein Stein, all das. Nun, Herr Wolf. Oh, hier können wir hoch. Antenne. Es müsste das Motel sein. Seinen Fernsehempfang herbekommen. Diese Lichter sind dafür da, dass Tieffliegen und UFOs nicht in Türme krachen. Warum finden wir uns immer wieder so weit oben wieder? Okay, ich weiß nicht. Knochen unterwerfen. Seht euch das alles an. Ich glaube nicht, dass so Fotos. Tja, also ein Drink vielleicht. Ein Drink in den Pokal. Bin nicht sicher, ob das bringt. Ja, nur. Totenkopf steht außerhalb des Bildes. Tja, also. Was tun wir jetzt noch? Den Lampengeist finden. Das
sollten damit nicht mehr rumspielen. Lass uns lieber den Lampengeist finden, bevor er noch mehr Unheil anrichtet. Ja. Wo könnte man den Lampengeist finden? In anderen Hotelzimmern vielleicht. Da waren wir noch nicht. Wir haben jetzt Knochen, die Verschlüsse aussehen. Könnte man ja vielleicht was hinkriegen. Glaub nicht, dass wir in den Raum einbrechen sollten. Sind fragil und ich möchte sie nicht beschädigen. Oha. Lampengeist. Schau dir die Kinnlinie von dem Kerl an. Du bist hinreißend charmant, zuvorkommend. Ich wollte blau sagen. Wie oberflächlich, nur auf meine Hautfarbe zu achten. Nein, es ist hier nur nicht so verbreitet. Wo ich herkomme, ist alles blau. Rosa Gesichter wie deines wären seltsam, aber ich habe einen Anstand, kein Ding draus zu machen. Ich tut mir leid. Du bist der vermisste Lampengeist. Ja, ich kümmerte mich gerade um meinen eigenen Kram und trocknete ein bisschen durchnässte Feinwäsche vom Nacktbaden meiner Lampe in eurem See, als dieser Typ plötzlich unser unerwartet an mir gerieben hat. Jetzt hänge ich bei ihm fest, bis er drei Wünsche äußert. Üblicher Deal, keine extra Wünsche, Atomkrieg ist tabu, kein freches Zeug. Ich dachte, ich wäre diesem Leben entkommen, aber ich hänge bei ihm fest, bis seine Wünsche verbraucht sind. Wer immer mich dann findet, ist dran. Ich wünschte, ich könnte diesen Teufelskreis durchbrechen und heim zu meiner Familie. Leute, die mit Wünschen in der Gegend herumlaufen, scheinen gefährlich zu sein. Vielleicht bekommen wir diesen Lampengast nach Hause. Vielleicht können wir dich nach Hause bringen, wenn wir eh schon dabei sind. Das sagte ich gerade. Gut, weil du weißt schon, ich glaube, das ist eine gute Sache, Wünsche aus den Straßen von Twin Lakes zu entfernen. Mich wundert es, dass du so dagegen bist. Juli, ich bin nicht dagegen. Ich habe es vorgeschlagen. Okay. Ich werde deine Geduld nicht strapazieren. Ich finde nur, dass es für die Stadt sicherer wäre, wenn wir helfen würden. Und es ist nett, wenn wir die auch reinbringen können. Und von woher kommst du? Ich entstamme den Träumen antiker Männer. Ein Ort unvereinbarer Freuden und Ansichten. Du weißt es nicht, oder? Nee, ich ging, als ich ein Kind war. Ich weiß nicht, ich kann nie zurück. Ich kam nie zurück. Ich weiß nur, dass ich die Wünsche von dem Typen loswerden muss. Tut mir leid, dass ich dir nichts Besseres raten kann. Aber mein Reich sind die Wünsche. Für die Ratschläge brauchst du etwas wie eine spirituelle Reise. Ja, eine hochintensive Reise in die Wildnis. Hochintensiv? Wie hoch energetisch die Leute mischen sich ein kräftiges Gebräu, um in die richtige Stimmung zu kommen. Viel mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nicht mein Ding, aber ein Weiser kann dich vielleicht führen. Weise? Ja. Fein, ich werde tun, was ich kann, aber ich kann nichts versprechen. Wenn du dich noch etwas fragen willst, mich noch etwas fragen willst, weißt du, wo du mich findest, da, wo dieser Meister hingeht. Du bist. Guten Abend, meine Freunde. Guten Abend. Hallo, Spitzel. Was für ein herrlicher Abend. Als Kind saß ich an solchen Abenden oft draußen und habe
nachgedacht. Und über was? Ich habe nur gedacht, Gedanken, du weißt schon. Und wer ist dein Freund? Das ist mein Glücksbringer, mein Ass im Loch. Eine besondere Redewendung, die besagt, dass es gut ist, ihn zu haben. Mit denen werde ich sicher das beste Stück im Lake Junk finden, was jemals gefunden wurde. Dann werde ich auf der Titelseite von Lake Junk Monthly sein. Das wird sicher zu einem überwältigenden Aufgebot an Podiumsgesprächen und Talkshows führen. Ich signiere natürlich nicht meine Bücher, versteht sich. Ich habe keines geschrieben. Ich werde einfach nur irgendwelche Bücher signieren. Und was könnte das Leben noch für mich bereithalten? Dann bin ich übersättigt und schwach und reise um die Welt, immer auf der Suche nach dem nächsten Fund, immer in der Hoffnung, vergangenen Ruhm zu wiederholen. Am Ende wird mein Wahnsinn den ursprünglichen Fund überschatten und das wird dann noch das Einzige sein, wofür ich bekannt sein werde. Auf irgend so etwas kann ich wohl hoffen. Das bringt dich in die Wüste. Na gut, ich werde dir eine Geschichte erzählen. Soll ich? Ich bin hergekommen, um etwas aus dem See zu fischen und es in das Museum hier reinzulegen. Ist das das Ende der Geschichte? Ja, hat sie dir nicht gefallen? Es war ziemlich auf den Punkt. Was sind ein paar deiner Vorlieben und Abneigungen ohne Grund gefragt? Wirklich? Ich mag es nicht, wenn ich Hunger habe oder mir zu warm ist. Und ich bin allergisch gegen Ameisen, Jucken oder so. Andererseits mag ich es, mystische Wesen zu zwingen, meinen Schrott an Küste auf ein höheres Niveau zu heben, als ich andernfalls in der Lage wäre. Das war eine gute Idee. Auf Wiedersehen. Mitkommen wir da nicht. Und nun? Aha. War noch gleich die Zimmernummer 2. Es ist die 2. Was? Das ist nicht schwer zu merken. 2. Und jetzt ab. Entschuldigung, darf ich Sie was wegen sehr... Ey, die Geschäftsabwicklung ist beendet. Ich kann Ihnen keine weitere Hilfe mehr zur Verfügung stellen. Kapiert? Tschüss. Krampf. Und nun, was tun wir jetzt? Was ist unsere Quest als nächstes? In der Wüste gibt es ja nichts. Das bringt uns, glaube ich, nicht viel weiter. Trotzdem nachgucken. Das ist wohl viel. Ruf, ich habe das Gefühl, dieser Typ will uns vermitteln, dass der Ort wichtig ist. Knochen? Tja. Vielleicht bin ich sicher, ob das etwas bringt.
Tja. Okay, Telefon. Nichts mehr drum. Mit dem müssen wir noch irgendwas machen. Auf Wiedersehen, normaler Blutdruck. Oha. Was zur Hölle? Wo kommt das denn jetzt her? Was meinst du? Die war doch schon die ganze Zeit über da. Nein, es war, siehst du das alles die ganze Zeit über? Endlich seid ihr hier. Wir dachten schon, ihr schafft es nicht her rechtzeitig. Rechtzeitig? Ja, ihr wart vor 15 Minuten eingeplant. Ihr habt Glück, dass jemand abgesagt hat, sonst hätten wir euch heute Nacht nicht mehr dazwischen schieben können. Hört sich an, als hättet ihr einen ziemlich eng getakteten Zeitplan. Oh, müssen wir. Die Wüste ist heutzutage überfüllt mit Leuten, die versuchen, sich selbst zu finden. Wenn du mich fragst, hat der unkontrollierte Kapitalismus uns dort zurückgelassen, wo die Identität der Menschen darauf beruht, welchen Wert sie bieten. Aber der Fortschritt lässt sich vielen von ihnen nichts zu bieten übrig. Wie auch immer, wollen wir anfangen? Tempel. Ich schätze, wir gehen zu der merkwürdigen Pyramide mitten in der Wüste. Es gibt nichts, was ich lieber tun würde. Warte, wie kommen wir von hier zurück? Gar nicht, schätze ich. Willkommen, Reisende. Die Antworten, die ihr sucht, liegen hier. Antworten? Oh, okay. Versuchen wir es noch einmal. Willkommen, Reisende. Die Fragen, die ihr sucht, liegen hierin. Dann finden Sie auch die Antwort, die Sie auf der oberen genannten Fragen suchen. Das ist alles sehr verwirrend. Es ist eine spirituelle Reise. Wenn wir euch gesagt hätten, was euch erwartet, wäre es ja eine spirituelle Beratung gewesen. Wie auch immer, schreitet vorsichtig voran, tapfer Gesellen. Jo, betritt den Tempel. Schätze, wir gehen rein. Das uralte Ritual, ominöse Portale zu betreten, obwohl wir beide es besser wissen. Was ist das für ein Ort? Oh, waren wir hier nicht schon? Wohnen wir jetzt hier? Sie werden Geschichten über uns erzählen. Bei uns die Tempelpolizei, die durch die Hallen wanderte und Bestrafungen für jeden aushielt, der den Gott der vielen Türen verärgert. Oha, endlich! Schau dir mal diesen Ort an. Ein Tempel für den Körper. Ich bin beim meinesgleichen. Duli, das sind Wölfe. Klappe zwei Beine. Ich bin jetzt ein Wolf. Au. Ich verbrenne so viel Energie. Ich kann mein versenktes Fell riechen. Au.
Entschuldigung. Weniger sprechen, mehr stimmen. Nun, wer bist du? Ich bin der übelste, verrückteste und krasseste Wolf in der Wüste. Man nennt mich Rockin' Rickrower. Aber du darfst Rockin' Rickrower zu mir sagen. Wie die anderen auch. Okay, warum tragt ihr in der Nacht Sonnenbrillen? Die einzige Sache, die besser ist, als Eisen zu stemmen, ist cool dabei auszusehen, während man Eisen stemmt. Wuhu. Wo sollte ich denn sonst sein? Im Hotel, Lahm, im Zimmer, im Diner? Lahm. Aber beim Touri-Treff, Lahm. Das Rick nicht geht trainieren, das wird wohl nie passieren. Oh, Entschuldigung. Au. Wir riechen uns später, Milchgesicht. Okay, Bruder, du kannst es. Zerschmettere das Eisen. Hi. Hey, Bruder, bist du hier, um auf der Hantelbank zu trainieren? Ich schätze, das bin ich. Das ist Pech, Bruder. Die Bank ist kaputt. Ich vermisse die Bank, Bruder. Wer bist du? Ich bin Randy. Bruder, ich bin stärker als jeder andere Hund hier in der Gegend. Willst du mit mir Armdrücken machen? Nein, trotzdem danke. Das sagst du doch nur, weil du weißt, dass ich gewinne. Brauchst dich nicht zu schämen, zuzugeben, dass ich der bessere Boss bin. Um fair zu sein, wirst du ein besseres Stück, besser Wolf. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, ich bin heute so ein bisschen verschallert. Klar, Bruder. Wo ist dieser Ort? Das hier ist das Wüstensportzentrum, Bruder, wo Wölfe, Kojoten und Bisons herkommen, um zu trainieren und abzuschalten. Und der Rest dieser Trittbrettfahrer ist nicht mehr zurückgekommen, seit Argus die Hantelbank kaputt gemacht hat. Kaputt gemacht? Ja, Bruder, er hat die blauen Gewichte auf der roten Seite und die roten auf der blauen Seite befestigt. Das Gleichgewicht ist raus. Ist aus den Fugen geraten. Soll ich schauen, ob ich das reparieren kann? Na klar, Bruder. Ich habe auch schon ein Glück versucht. Aber ich bin ein Wolf. Wir haben keinen entsprechenden Daumen. Außerdem sind wir zu sehr damit beschäftigt, diese Gewichte zu stemmen. Okay, ich schaue, was ich machen kann. Was macht die hier? Arbeite an diesen komischen Kolben. Macht ihr sonst nichts? Bruder, wenn die Welt irgendwas anderes bereithält, außer Training, will ich es nicht wissen. Wir sehen uns, Bruder. Okay, mal schauen, ob wir diese Bank für die Jungs hinkriegen können. Oh je. Ich muss diese Gewichte auf die andere Seite bringen. Sie sind schwer, also kann ich immer nur eines bewegen. Oh je. Ich kann sie nicht zurückschieben, aber ich kann nach vorne beginnen. Ich muss. Oh je. Okay, ich verstehe das Prinzip. Okay.
Uff. Ich brauche also so eine kurze Pause, das Pimpen halt so verschallert. Bis gleich. Thank you.
So, weiter geht's noch ein bisschen. Also. Dann war jetzt hier das. Dann sind wir ja jetzt hier eingesperrt, oder wie? Warte, wenn wir das hier so machen, können wir vielleicht mit dem darüber. So hier. Aber nee, verdammt. Ich hatte es schon. Ich hab eine Idee. Wenn ich jetzt hier so. Verdammt. Wenn wir jetzt das als erstes, dann das darüber, dann den hier. Dann den hier, da haben wir den hier schon mal drüben. Haben wir hier eine riesige Lücke, dann könnte jetzt, glaube ich, nochmal der blauen hier rein, oder? Ist der hier ran? Okay, Sekunde. Jetzt können wir eventuell den ersten roten schon so hier rüber. Ist den hier herholen. Jetzt können wir den hier rüber holen. Ja, genau so. Jetzt können wir die beiden hier rüber holen. Wait, holen wir jetzt den hier. Nice. Und fertig. Ich hasse solche Rätsel. Die Bank ist repariert, Jungs. Gute Arbeit, Bruder. Ich wusste, wenn du dich darauf konzentrierst, schaffst du es am Ende. Großartig. Ich bin immer noch nicht völlig sicher, warum ich eigentlich hier bin. Oh, hab ich fast vergessen, Bruder. Wir sollten dir ja noch den nächsten Teil der Reise zeigen. Ups. Alles klar, Bruder, festhalten. Detective, ich fühle mich nicht so gut. Macht alles komplett Sinn. Logisch. Was? Was ist jetzt hier? Da hatten die Autoren keine hatten die Autoren keine Ideen mehr oder was? Was war das gerade? Was ist gerade passiert? Hast du das alles gesehen, Duni? Was die Fitnesswölfe und das Sternenbaby-Zeugs? Also ist das passiert? Natürlich, wir haben es eben gerade erlebt. Und du machst dir bei all dem nicht vor Angst in die Hosen? Warum sollte ich? Für mich sieht das alles wie die übliche Schall- und Rauchwerbung aus. Stimmt, also was machen wir jetzt? Ich denke, die Werbung war ziemlich eindeutig. Wenn man Lampengeister helfen will, nach Hause zu gelangen, braucht man nur Marken aus Lampen. Pappen. Wie soll ich hier draußen in der Wüste solche Briefmarken finden? Warte mal, was ist das da in meiner Tasche? Kosmische Briefmarken erhalten. Wie sind die da hingekommen? Am besten nicht zu viel darüber nachdenken. So komme ich immer durch die Fälle. Ja, ist auch, glaube ich, jetzt das Beste. Denk nicht zu lange darüber nach. Sonst gibt es hier. Sonst gibt es hier Kopfzerbrechen. Wortwörtlich. Oh, einverstanden. Aber wofür sind die? Hast du nicht aufgepasst? Mit dieser hier können wir den Lampengeist nach Hause schicken, sobald er wunschfrei ist. Ist es das, was alles bedeutet? Na dann, lass uns die Lampen frankieren, schätze ich.
Ha, du bist ein Poet und weißt es nicht einmal. Was ich du, die weiß ich. Was weißt du? Vergiss es, gehen wir. What? Nicht drüber nachdenken, nicht drüber nachdenken. Das ist das Beste. Nicht drüber nachdenken. Einfach. Lass einfach geschehen. Schau dir die Kinnlinie von dem Kerl an. Ich habe die Mission erledigt. Tja, hat es geklappt? Ich habe diese Briefmarken. Damit sollten Sie nach Hause kommen. Ich will nicht unhöflich sein, aber warum sprechen Sie mit mir? Machen Sie mich versandfähig und fertig und schicken Sie mich ab. Wenn du mich noch was fragen willst, weißt du, wo du mich findest. Da, wo dieser Meister hier ist. Muss ich? Ich weiß nicht, was du musst. Ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen. Ich versuche gerade keine Fragen zu stellen. Es ist, eine Lampe müssen noch frankieren oder was? Was machst du dann? Die Marke auf die Lampe kleben. Ja, aber du musst die blauen, du musst die roten benutzen. Werbung war betreffend des nötigen Portos ziemlich eindeutig. Wirklich? Okay, ist das besser? Absolut. Super, gehen wir ein paar Wünsche verschwenden. Ich habe sie frankiert und fertig. Jetzt zu Phase 2, damit der Lampengeist wieder reinbekommen. Wir müssen Otto dazu bringen, seine Wünsche mit harmlosem Zeug zu verschwenden. Los geht's. Ja, okay. Weirdes Ending. Glitzerpapier. Sieht aus, als hätte Otto etwas fallen gelassen. Ein Goldticket. Aha. Damit können wir jetzt in den Raum rein, dort in der. Wir haben Goldticket. Was ist das? Oh, du denkst, du bist jetzt eine große Nummer. Tja, wenn du ein Goldticket hast, bist du es. Hereinspaziert die Herrschaften. Wir haben es vor der Tür. Das ist aufregend. Verdammt, warum? Ach, verdammt, Narwin. Wäsche? Okay, mit Goldticket kommt man in eine Wäschekammer. Lässt sich meine Schwester nur noch einen Münzautomat benutzen. Auf meine Milz. Als Kind habe ich diese riesigen Blasenmaschine geliebt. Der riesige Mix aus Reinigungsmitteln und Küchenutensilien hat den ganzen Platz immer mit Sud bedeckt. Nun lässt mich meine Schwester noch einen Münzautomaten benutzen. Ah ja, Waschmittel. Woidenlinkwitz macht ihre Bettlaken weiß. Genug für selbst die wenigsten Geister. Wenn ich auch nur irgendwas waschen muss, fühlt sich das nicht mehr wie Urlaub an. Okay, wir haben Waschmittel. Nun, ich denke, wir sind jetzt in einem Fall gefangen. Wäschekorb. Schätze, wenn ich nicht benutze, kann ich mein Mantel immer aufhängen, wie auch immer wird benutzt. Düstere Ecke. Hey, ich verstecke meine schmutzige Wäsche auch im Dunkeln. Okay, so mal die. Muss ich? Ich muss erst etwas Waschmittel machen, wenn ich die Maschine übernehmen will. What? Was zum Henker? Das Zimmer sollten wir gehen. Okay, du wolltest deinen Mantel aufhängen? Was zum Henker ist hier los? Vielleicht kommen wir mit den Knochen irgendwie hier in das Zimmer 1. Kommen wir nicht. Nach Zimmer 3. Ich glaube nicht, dass.
ich direkt vor ihrer Nase ins Zimmer einbrechen sollte. Sie sehen drinnen fern. Ich kann ihnen einen Wunsch verschwinden lassen, wenn er möglich ist, aber es gibt keine Küche, um ihn zu füttern. What? Ich wiederhole es nochmal. What? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Was tun wir hier? Zimmer 1. Rezeption, da kommen wir an die geheimnisvolle Tür. Vielleicht müssen wir irgendwie dann doch ein bisschen Wasser wegnehmen. Was ist nicht zum Trinken nach? Da, Waschmittel mit dem. Okay. Das war schon mal die Wäsche oder was? Wie kann es sein, dass diese Dinger immer eine Socke essen? Ich bin mir nicht sicher, das könnte ein Fall für ein ruhiges Wochenende werden. What the holy fuck? Okay. Wo können wir die... Können wir hier irgendwie... Das sollte das Fernsignal durcheinander bringen. Was für ein... Fernsignal? Warum? Okay. Jetzt haben wir noch Wäsche und Waschmittel. Die Kanäle scheinen nicht zu funktionieren. Alles, was ich sehen kann, ist Essen. So werde ich schneller Hunger bekommen. Sorge besser dafür, dass die Küche vorher schließt. Okay, ich muss im Restaurant die Küche schließen lassen. Und deine. Wäsche für dich. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun muss. Seite vielleicht irgendwie mal Waschmittel hatte. Das gibt absolut keinen Sinn. Vielleicht mal ist zu schnell, um sie zu fangen. Ich muss einen Weg finden, um sie reinzumucken. Ja, sollte ein komödiantisches krude Falle ergeben. Rattenfalle, was zum... Hier, Kleine, ich habe ein paar leckere Käsebällchen für dich. Na dann her damit. Dudi, die sind für die Ratte. Kann ich sie haben, wenn ich mich als Ratte verkleide? Okay, jetzt haben wir eine Ratte. Können wir die Ratte ihm vielleicht irgendwie in den... Okay, schicken wir den kleinen Kerl rein und schließen wir den Laden. Warte, können wir nicht uns nicht was Polizeimäßiges tun, um den Still zu legen? Zu spät. Was ist das? Ein Rattenfreund? Hallo, kleiner Freund. Oh, warte, du solltest nicht hier sein. Hey, Sue, was sollten wir jetzt nochmal machen, wenn eine Ratte in der Küche ist? Eine Ratte? Verdammt, Süßer. Ich habe es dir doch schon gesagt. Jedes Mal, wenn du eine Ratte siehst, schließen wir den Laden für den Rest des Tages. Oh, okay, ich schätze, wir stempeln heute also früh aus. Verdammt.
Sollte die Elfen wirklich mal die Lüftung reparieren lassen? Ich meine, ich sollte sie reparieren, also selbst. Ich hoffe, diese Schließung kostet sie nicht zu viel. Ach, wie süß, dass du dir Sorgen machst. Aber ich bin eine Millionärin. Ich mache das hier nur zum Spaß. What? Okay. Verwirrender kann es nicht mehr werden, sagte er. Netter Abend, um zu warten, falls man später noch einmal für ein Rätsel gebraucht wird. Meinst du nicht auch? Ich meine natürlich Günther Jauch. Ach, vergiss es. Ich bin einfach zu müde. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob ich das wirklich spiele oder ob ich während des Streams einfach. Ich bin wahrscheinlich einfach während des Streams einfach eingepennt. Weil ich so. Ich glaube, ich bin einfach. Das ist einfach. So kann ich es mir nur. Ich bin einfach. Ich bin so müde heute von. Ich bin so durch. Ich glaube, das ist. Die Kanäle scheinen nicht zu funktionieren. Alles, was ich sehen kann, ist Essen. Köstliches Essen. Jetzt habe ich Hunger. Ich glaube, ich rufe den Zimmerservice an. Hallo? Ich hätte gerne eine Portion Essen, bitte. Die Küche ist geschlossen. Nicht wegen der Ratten oder irgendwas. Einfach geschlossen. Was geht Sie das an? Wie sonderbar konkret. Egal, ich habe Hunger. Tja, dagegen kann ich nichts machen. Oh, ich habe Ideen, Lampengeist. Ja, eine Portion Essen, bitte. Wie du wünschst. Schau nur, das ganze Essen, mehr Bratwürste, als man essen kann. Ein Wunsch weniger. Wenn ich mehr Wünsche verbrennen will, muss ich ihn doch aufs Zimmer, muss ihn wohl aus dem Zimmer locken. Okay, und wie stellen wir das an zum Henker? Radkappe. Muss doch an, wofür. Abgeschlossen, aber wenn ich das da reinkomme, könnte ich die Stimme nach abschalten, was ihn aus dem Zimmer treiben sollte. Scheint keinen normalen Schlüssel zu geben, aber sieht fest verschlossen aus. Vielleicht nicht ja, was das bringt. Drin, natürlich. Imbusschlüssel. Oder nee, wie ist das? Kreuzschlüssel. Sicherungskasten. Okay, die mal alles aus. Mal sehen, ob das funktioniert. Okay. Junge, ist das plötzlich heiß. Ich bin doch hierher gekommen, mich abzukühlen. Komm doch auch ins Wasser. Es ist sehr angenehm. Was machen meine Fluchtpläne? Ich arbeite daran. Ich will dich nicht hetzen, aber ich will ihm nicht noch einmal beim Umziehen zusehen. Ich kann Waschmittel ins Wasser geben. Muss ich? Ja, wir haben noch Waschmittel. Das wäre eine Möglichkeit, die ich mir. Einen Eimer vielleicht? Nicht sicher, ob das was bringt. Ein Steiner, was jetzt geschlossen hat. Vielleicht können wir da jetzt rein. Dann die Ratte noch fangen. Okay, Sirup. Können wir vielleicht Sirup mit. Können wir die Ratte damit fangen? Wusstest du, dass die Leute außerhalb von mir. Ja, okay, das hatten wir. Okay, Hefe. Guck mal, Hefe damit. Die beiden zusammen sollten was Kräftiges ergeben. Schaummix. Okay, vielleicht können wir. Bringt man keine Ferien.
Essensreste. Servietten. Natürlich kannst du deine Familie zur Zeremonie mitbringen. Wir sind gespannt, sie zu treffen. Was? Vielleicht nochmal im Museum irgendwie was mitnehmen. Und vielleicht können wir das in den Pokal kippen. Ein Teddy. Ach, warte, dann müsste, es müsste, warte, es müsste doch jetzt, es müsste doch sein Zimmer frei sein, wenn der raus im Pool ist. Müssen doch bestimmt, wir müssen einen Weg ins Zimmer finden, während der im Pool abgelenkt ist. Hättest du nicht schon mal ein Schloss geknackt, macht es einfach nochmal eine echte Sache. Ja, aber ich wollte sagen, da hatte ich die richtigen Werkzeuge. Jetzt habe ich nur ein paar Werkzeuge. Erde-Knochentrick. Wir sind drin. Nasichi. In die Räume anderen Leuten einbrechen und ihre Sachen durchwühlen. Das ist der schönste Geburtstag aller Zeiten. Suchen wir einmal nach Hinweisen, womit er seine Wünsche verbraten könnte. Zumindest hat diesen Wunsch eine nette Mahlzeit eingebracht. Oh, das ist einer dieser signierten Fische. Ich möchte mal wissen, welches Lied das ist. Ich bin Saul, der schwörende Sein. Ich bin hier, um dich mit Beschwörungen und Zauberei zu belustigen. Ich schwöre. Mesato, den Barschlecker erscheinen zu lassen, zeichne zuerst ein Pentagramm mit dem Blue. Warum hast du ihn abgeschaltet, Detective? What the fuck? Da ist ein Aufkleber, auf dem steht Stromschalter für das Krankenhaus von Twin Lakes. Nicht ausschalten, das kann nicht stimmen, aber ich riskiere es lieber nicht. Touristenkleidung, Autoskleidung, er hat einen guten Geschmack, ist alles teures seiner Zeugs. Ja, nette Klamotten, wäre eine Schande, wenn denen etwas passieren würde. Aber er muss sie wieder waschen, bis ich mag, wohin das führt. Sirup, du Bekleppern. Ich habe nicht genug Sirup, um damit alles zu bekleckern. Und will das nicht halbgar machen. Warum nicht? So machen wir doch mit all unseren anderen Plänen auch. Dein Telefon geht schick. Angelroute. Nehme es mit. Schublade ist voller toter Spinnen. Könnte Stimme sein, sie könnten alle am Leben sein. Wie kommt es, dass er einen Fernseher in seinem Zimmer hat? Nicht fair. Erinnere mich später, die wieder einzuschalten. Okay. Und nun? Jetzt haben wir eine Angelrute, Schaummix und Sirup.
Tja. Ein langer Stab, der mit Honig bestrichen ist. Sieben von der Stange. Was? Können wir damit. Können wir ihn damit angeln oder? Was zum Geier? Da ist den Spielentwicklern irgendwie, sind die Ideen ausgegangen. Das ist halt irgendwie klassisch jetzt hier in der Bonus-Episode, in der letzten Bonus-Episode nochmal, also nochmal freigedreht. Mal hier vielleicht irgendwie den Hund, den Wolf nochmal anlocken. Ameisen vielleicht. Sie scheinen ranzugehen. Okay, das sind genug Ameisen für mein Vorhaben. Okay, ich habe Ameisen. Okay, vielleicht können wir die Ameisen jetzt in die Wäsche. What? Wünscht er sich keine Ameisen mehr? Das ist schrecklich, aber weniger schrecklich als weltverändernde magische Wünsche. Also wirklich, wie schlimm kann ein Wunsch schon sein? Nun, es gibt Gerüchte, dass wir immer Sommer hatten, bis ein Typ sich gewünscht hat, dass es nicht ganz zu heiß sein soll. Doch ich hasse diesen Typen. Okay, jetzt sorge ich besser dafür, dass er sich nicht, sie nicht waschen kann. Es wäre jetzt sinnvoll, dass irgendwie. Die nicht waschen können. Vielleicht kann man in der Waschsache hier ein bisschen. Hier im Waschzimmer. Okay, hier geht nichts. Ah ja, wir müssen hier raus. Nun, die Maschine ist im Eimer. Ey, was haben Sie gesagt? Nichts. Dass seine Kleidung verseucht ist, sollte er sie benutzen wollen, sobald er wieder im Zimmer ist. Ich muss ihn da reinbekommen. Okay, jetzt muss er nämlich nur noch einen Weg finden, ihn zurück ins Zimmer zu bekommen. Sicher kann mir irgendjemand hier helfen. Ja je, der Typ, da ist ja sogar blauer und durchsichtiger als ich. Ist mal meine Fluchtpläne, ich arbeite daran. Nicht hetzen. Okay, wir haben nichts mehr im Inventar. Heizungskessel. Dreh gleich durch hier. Ja. Hey, wie wird man Kunden los, die nach Ladenschluss noch hier rumhängen? In unserem Business gibt es das Sprichwort Rabensack. Nimm das hier und wirf es ihm entgegen. Sack voller Krähen, aber ab geht er. Aha, geheimnisvoller Sack. Ja. Was für eine gemütliche Abend ich doch habe. Nun, hier geht nichts. Ah, was passiert? Hol mich heraus, ich wünschte es mir. Zu Befehl. Nun, das war ein unerwartetes Geschenk. Was ist da draußen gerade passiert? Ich schätze, du wurdest von Vögeln angegriffen. Bah, ich hasse diesen Ort hier langsam. Ich will einfach nur noch einen Pyjama anziehen und ins Bett gehen.
Ah, das sind Ameisen in meiner Hose. An der Rezeption, ich möchte bitte meine Kleidung für die Wäsche abgeben. Ey, warum klingeln Sie dauernd durch, um Dienst in Anspruch zu nehmen? Die noch vor 5 Minuten funktioniert hätten. Ist das irgendein ausgeklügelter Scherzanruf? Kann man den Waschraum nicht benutzen? Was, ey, natürlich, ich benutze den eben gerade selber, um meinen Sud zu waschen. Es ist alles und eben gerade packe ich eine weitere Menge Schaum rum drauf. Was für eine Katastrophe. Ich wünsche mir, dass in meiner Hose keine Ameisen sind. Geht das als echter Wunsch? Oh ja, das ist es auf jeden Fall. Fertig und damit bin ich frei. Sayonara, Lutscher. Och, meine Wünsche. Ich freue mich so, nach Hause zu können. Was ist das? Eine Nachricht? Ich wünschte, ich müsste nach diesem Ausflug nicht wieder zur Arbeit. Warum nicht, Mann? Ihr zwei wart gut zu mir. Genehmigt. So, ich bin raus. Spektrallieferung. Nun, dafür ist gesorgt. Bereit, die Attraktion anzusehen, Duni. Duni? Wo bist du hin, Duni? Duni, Duni, Duni. Irgendwas scheint. Was ist ein Wort für mich nicht richtig? Oha. Oh nein. Errungenschaftsfreischalt hat alles abgefüllt. Ja, wollte nicht mehr zur Arbeit zahlen, ja. Er ist in der Darkseid eingesperrt. Und damit haben wir die letzte Bonus-Episode von The Darkseid Detective Teil 1 gelöst. Zeigt Korruption an. Okay. Schalte Bundesfalle frei. Okay. Haben wir hier Credits, die wir nochmal anschauen können. Scheinbar nicht. Gut. Na dann. Okay. Grafik, virtuelle Realität. Gruselige Ansicht. Ein PC kann das nicht. Okay, Grafik, hohe Auflösung, super hohe Auflösung, virtuelle Realität, gruselige Ansicht. Der PC kann das nicht. Es hat immer dieselbe auf. Hat immer dieselbe Auflösung, das Pixel-Stil. Okay. Immer noch an. Das bringt nichts. Du solltest es aufgeben. Du lernst es nicht, oder? An. Tja, oder Einstellungen bringen hier gar nichts. Oh, die Einstellungen, die gingen. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, Däumchen nach oben, sollte euch The Dark Side Detective live auf Twitch und dann später in der Stream-Aufzeichnung auf YouTube gefallen haben. Weil nur dort könnt ihr nämlich nach oben gehen. Lasst ein Follow da, wenn es euch auf Twitch gefallen hat. Oder hat im Chat seid. Gebt ein Däumchen nach oben im Emote in den Chat, wenn es euch gefallen hat. Habt ihr noch einen angenehmen Tag und ciao YouTube. Habt noch einen tollen Tag. Bis dahin. Ja, die letzte Episode, jetzt das Ende der letzten Episode war ein bisschen uff. Ja, denkt nicht zu viel drüber nach. Jo.
Gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Bis zum nächsten Teil der Dark Side Detective. Fumble in the Dark habe ich tatsächlich noch. Den zweiten Teil müsste es sein. Ja, schauen wir mal, ob wir das irgendwann nochmal spielen. Jetzt haben wir erstmal The Dark Side Detective, den ersten Teil durchgespielt. War ganz lustig. Fand ich gut. War auch toll, das gespielt zu haben. Die Bonus-Episoden waren auch nicht schlecht. Ja. Na dann.